Gut, wer kennt sich mit Kaffee wirklich gut aus? So, richtig gut. Ja. Also ich trinke ihn ganz gerne, aber kenne mich nicht wirklich aus. Aber wenn ich diese beiden Kaffees verkosten würde, so ich als normal Durchschnittskaffeetrinker, dann würde ich meinen, die sind beide gut, schmecken beide, aber ich würde keinen Unterschied in der Qualität feststellen können. Ich nicht. Kaffeekenner wahrscheinlich. Trotzdem behaupte ich, der linke Kaffee wird um das 6-, 7-, 8-fache verkauft im Vergleich zum rechten. Gibt's das? Kennen Sie einen Verkäufer, der das kann, weil er so redegewandt ist? Glauben Sie das? Ja? Sie kennen das alle, aber nicht weil der Verkäufer so gut ist. Die haben gar keine, also nicht wirklich. Die da, die machen Folgendes, die verpacken Kaffee in Kleinstmengen in kleine Kapseln. Schön bunt. Und wir kaufen die nicht vom Verkäufer, wir bestellen die online. Wir brauchen gar keinen Verkäufer, wäre gerade nur hinderlich. Ja, es gibt ein paar Flagship-Stores, da gibt es auch Verkäufer, aber das hängt nicht von der Verkäuferqualität ab. Die haben es geschafft, dass wir Kaffee nicht mehr mit Nespresso vergleichen. Das ist eine komplett andere Baustelle. Also Baustelle ist ja nicht. Komplett anderes Insel. Wir vergleichen das nicht mehr. Wenn Sie Nespresso-Kaffee im Kilopaket im Supermarkt neben dem anderen hinstellen würden, 15 Euro der eine, schon gar nicht schlecht, 80 Euro, ich habe es hochgerechnet, mal gewogen und aufaddiert, 80 Euro der daneben, was denken Sie denn, wie viele würden den um 80 Euro kaufen? Absolut keiner. Da könnte sich jeder noch so gute Verkäufer in Mundfußlig reden. Würde nicht passieren. Das heißt, anders ist das Bessere besser. Besser zu sein ist schön, aber anders zu sein ist noch sehr viel besser. Unterscheiden Sie sich. Anderes Beispiel, das geht sogar mit Feuerwehrleuten. Wenn es Feuerwehrleute können, dann können Sie Windagenturen, Hotels und wir alle. Kennen Sie den weltberühmtesten Feuerwehrmann? Ich glaube, er ist inzwischen verstorben, aber er war der weltberühmteste Feuerwehrmann. Nicht? Red Adair. Red Adair wurde wann gerufen? Der wurde immer gerufen, wenn die Ölquellen oder Gasquellen gebrannt haben. Vor allem Ölquellen. Ölquelle ist nicht so leicht zu löschen, also da ist mit Feuerlöscher hier ein bisschen schwierig. Weltweit konnte der gute Preise verlangen, was meinen Sie? Aber hallo, also so viel konnte der gar nicht verlangen, was hier in der Minute rausgesprudelt ist. Der war der Spezialist weltweit für brennende Ölquellen. Wunderbar, hat davon gelebt, gar nicht schlecht, behaupte ich. Jetzt haben Sie ja keine Ölquellen zu löschen. Warum bringe ich Beispiele aus ganz unterschiedlichen Branchen? Weil das Spannendste ist, das Beispiel von der Feuerwehr zu nehmen und sagen, okay, was ist denn unsere Ölquelle, die wir löschen könnten? Was könnten wir denn weglassen und wo könnten wir noch tiefer gehen? Statt in die Breite zu gehen, was die allermeisten tun, quer durch die Branchen. Wir bieten das und das und das und das auch noch weniger und tiefer rein und spitzer. Ölquellen, also viel spitzer geht es dann kaum, ja, aber immerhin.